Ja, und im letzten Part, wir sind hier gerade im... Die Musik ist geil. Im Ding... Ist funky. Ja, das Ding ist, die wiederholt sich gleich. Und das ist... Ich hasse es. Ich hasse es. Ich... Wenn sich Lieder unsauber wiederholen? Nein, 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 was ich gerade da mache. Guck, Musukuke. Dieses Rätsel. Oh Gott, das ist doch total einfach. Das macht mich gerade wütend, dass du es... Ach nee. Doch, Alter, es macht mich total wütend, dass du das nicht hinbekommst. So, jetzt habe ich's doch. Tada! Ich weiß bis heute nicht, um was es geht, aber Stage 10, ja, er hat tatsächlich 10 Stages. Das Musik ist so funky, die passt gar nicht dazu. Ja, die passt eher zur Ermordung. Die passt eher zu Knuckles. Psst. Halt's Maul. Knuckles kriegt schlechte Hip-Hop-Lieder. Übrigens, halt's Maul. Der Typ, der den Knuckles-Soundtrack in Teils, also Adventure 2 gemacht hat, das waren ja alles Rap-Songs, die ja irgendwie aus der Person von Knuckles raus entsorgen. Ich habe mich mal informiert, wer das war, und da habe ich mir mal ein paar Lieder von ihr angehört. Der macht so, yeah, where my niggas at, bitches, niggas. Weißt du, sowas. Ja, passt ja auch. Ja, ist ein Schwarzer, der Typ. Ich meine, ja, schön. Was soll ein Schwarzer? Oh, gut gerettet. No. Oh. Rein auf uns. Du Idiot. No. Dafür habe ich dich nicht trainiert. Dafür habe ich dich nicht abonniert. Du hast mich sowieso nicht abonniert. Natürlich habe ich dich abonniert. Du guckst meine Videos nicht. Natürlich, ich kommentiere jedes Video von dir. Gar nicht. Ja, in deinem Kopf vielleicht oder auf deinem eigenen Kanal. Ich lasse nämlich deine Videos heimlich auf meinen Kanal. Ich kommentiere meine eigenen Videos und freue mich schon auf Kommentare. Das ist eine Waschmaschine, Paul. Das ist eine Waschmaschine. Ja, sag ich. Schleudergang. Waschmaschine. Ja. Das ist Schleudergang. Warum? Der Woll gewaschen. Ich weiß nicht. Oh Gott, dieser Part ist schrecklich. Ja. Das ganze Spiel ist schrecklich. Die Musik ist aber cool. Ich kann euch verraten, mein Live-Counter geht nicht wirklich weit runter. Was ich aber auch verraten kann, ist, ich werde trotzdem sterben. Du stirbst immer. Ja. Ist nichts Neues. Lebensception. Ah. Ich weiß nicht, was mich gerade mehr stört. Diese langsamen Plattformen oder... Die Plattform. Motherfucker! Scheiße! Und keiner versteht, was ihr da macht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich kitzeln die sich gegenseitig oder sowas. Ja. Meine Gefühle ändern sich zu euch beiden gerade drastisch. Bambi, hau ab! Hau! Ah. Oh, es ist geplatzt. Vogel! Oh Gott. Ah, komm. In den Häcksler. Das verschissen. Gay. In den Tümmler geworfen. Gay. Das Ding over. Ist, da unten soll ich hin. Da unten. Oh, komm schon. Weißt du, ich plattforme mich nach oben, um nach unten zu gehen. Was kannst du besser? Da glaube ich an dich. Ich hasse dieses Spiel. Weiß nicht, umso weiter mein Spiel voranstreitet, umso schlimmer wird's. Und wenn du dann erstmal bei den Angelmissionen bist, und dann... Spannst so ein Jahr nicht mehr und denkt sich, ach, eigentlich könnte ich mal wieder. Und dann kommt alles wieder hervor. Ja, ich meine, ich habe das Spiel jetzt auf Steam, glaube ich, 14 Stunden schon gespielt. Und mindestens schon dreimal durch. Plus diese zwei halben Walkthroughs, die ich da jetzt habe. Jetzt habe ich mir Adventures 2 nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen von Moonwolf. Der guckt sich das Video eh nicht an, der ist... Ne? Faul. Total uncool. Ja, und Koch. Also Plus und Plus ergibt... Minus. Minus. Ja. Ha. Eigentlich nicht. Ha. Ist falsch. Aber egal. Das Minus ergibt Minus. Ja. So. Also Plus ergibt Plus, Minus, Minus. Schönes Platforming. Plus. Punkt Plus gibt Plus und Minus gibt Plus. Und Swag gibt Swag. Warum habe ich das eigentlich gerade nicht weggeschnitten? Ach ja, stimmt. Mao hat euch angelogen. Das hast du im letzten Part vergessen. Bist du jetzt eigentlich, ist das immer noch dieser komische, ist das ein Gorilla? Ja, ist ein Gorilla. Okay. Ah, hau ab, Gorilla! Oh, der ist total niedlich. Donkey Kong, hau ab. Hast hier nichts zu suchen. Ah, oh Gott. Gibt's eine Flugstiere so von den kleinen Tieren? Was? Gibt's was? Ernsthaft? Irgendwie so vor. Ah, das Video buffert bei mir. Ah!
Wo seid ihr? Wo seid ihr? 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Wo du zweimal gestorben bist hintereinander. Ja. Dann muss das jetzt so sein. Idiot. 5-10, 5-11, 5-12 sollte ungefähr 5, sein. 2 Sekunden zurück, aber das... Ja, das ist nur für die ganzen Zuschauer jetzt nervig. Aber naja, habt ihr halt Pech. Wir sind halt keine Professionellen. Wir sind als nicht professionell. Als ob sie kommentieren, was im Video vorgeht. Ja, das kommt aber hinzu. Wir sind zu busy mit Timeception und sowas. Ah, okay. Jetzt spiel... Jetzt guck ich auch... Was Scheiße. Übrigens jetzt der das ist der tollste Aufzug der Welt. Also die letzten Parts wurden immer schlechter und schlechter. Ich liebe diesen Aufzug übrigens, der ist nur verdammt langsam. Sie hatten, glaube ich, auch einfach gar keinen Bock mehr, oder? Bei diesem Spiel? Ja. 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 Ach, schau dir das an. So, was ist auch das wenn hier Geräusch? Noch. Ich, das kommt vom Spiel aus, ich weiß auch nicht genau, was oh, ist das? Oh, 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 oh! Ist wahrscheinlich Boss da. Jetzt kommt der Boss. Nein, noch nicht. Da kommt noch einiges. Hier beispielsweise Referenzen zu anderen besseren Action-Spielen. Oh, Medal of Honor. Nein! Einfach aufladen können und dann wäre das alles automatisch gegangen. Warte mal, man hat eine Aufladung. Ja, stimmt, natürlich, dieses stimmt. Komische Ancient Light-Ding oh, da. Oh Gott, wüsste ich das. Oh, stimmt. Ja. Ja. Also durch die Referenzen hättest du es erkennen müssen. Echt mal. So offensichtlich. Ja, einfach gedrückt halten, den Schussknopf bei der MP. Genau. Bei bla bla hier, bei der Thompson. Ah. Und schon hätte Sonic sich aufgeladen und ah, bang, bang. Ist abgeknallt, ja. Und Shadow the Hedgehog. Meine Damen und Herren. Ach Gott. Shadow, das war doch... wer war das nochmal? War das der mit dem Hanfblatt? Nein, das war Silver. Das erkennst du an der silbernen Farbe. Alles klar. Ich bin gerade etwas verstört. Ja, ich weiß was nicht. An was anderes konnte ich in dem Moment nicht denken. Also, ja, danke. Schön. So, kannst du... Ja, schön. Oh, oh, oh. Jetzt kommt wieder ein schöner Cut. Bestimmt, wenn du stirbst. Ich will nicht sterben würde in diesem Spiel. Nee. Warum kriegt man eigentlich hier diese Speedboots, wenn man sowieso noch springt? Die dachten warum sich. Eigentlich, was man eigentlich spielt. Was? Warum sieht man eigentlich nie, was man eigentlich spielt? Weil die Kamera permanent hinter irgendwelchen Wänden ist. Ja, die sind doch keine Ahnung. Die hatten Bock drauf. Sie fanden das Spiel mag zu leicht. Musik, da kann man schön drauf grooven. Ja. Nicht schon! No! Ja, da hatte ich auch keine Szenen mehr aus dem Spiel auf dem PC. Und dann kam der Cut. Ach Gott, was ist das? Ah, UFOs aus. Und Sonic-Puppen. UFOs Ate My Neighbor. So schrecklich. Oh, schon wieder ein Checkpoint verpasst. Fuck the Bullies. Oh Gott. Da habe ich gerade das erste Mal so einen Spruch von Sonic gehört, den er gebracht hat an der Stelle. Naja. Und im Video hat man ihn nicht gehört. Ja, jetzt! Oh, überlebt sogar. Oh, 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 fertig! Das war's? Ja. Ja. Jetzt kommt der letzte Boss. 7 Minuten, ich dreh durch. The Boss! The Boss! Nix. Man weiß doch, welcher Boss kommt. Ja, das Video habe ich übrigens gestern erst wieder geguckt, das von, was war denn das überhaupt nochmal? Payday, genau. Weil irgendwelche Leute gemeint haben, ich habe das Spiel voll schlecht gemacht. Durchgehend ja, Lob, durchgehend Lob, durchgehend Lob. Jetzt geht's los hier, jetzt geht's los. Diese Zwischensequenz ist so. Wow, oh! Oh, oh. Oh. Ich guck gerade auf 240p. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Alpha-Trailer von 1720 ist oder Gameplay. So HD ist es doch nicht. Die Animation passt in sowas von überhaupt nicht zu dem Geredeten. Hey, ja. Yeah, es ist Sonic. Aha, schön, dass wir uns wiedersehen. Hat er gesagt, mein alter Freund Sonic oder so. Und die sind gar nicht Freunde. Bleib oh, stehen, Eggman.
Paul. Ah, Tetris-Blöcke fallen runter. Pass auf, Sonic, bevor du zerquetscht wirst. Puh. Da, 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 da. Ein Glück ist Sonic, eine Rakete gewesen. Sonic dreht den Block. Oh, ich hab diesen Bosskampf so gehasst. Ja, der ist... Ich hab ihn relativ gut gemacht, aber er ist schon... Ja, wo ist denn bitte Chaos hin? Chaos ist, wenn du alle Charaktere durch hast. Glaub, du willst Knuckles nicht sehen, du willst Amy nicht sehen, du willst... Ich will Amy sehen, ich will Knuckles nicht sehen. Keiner will Knuckles sehen. Get a load of this! Ich liebe es. Scheiße ist. Es ist so... Das zweitbeste Zitat. Was soll das? Was macht er da? Gabba. Mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist... Gabba. Eindeutig, Gabba. Ist da irgendwie so schlechte Techno-Mucke zwischen uns unter seinen Gedanken zu legen. Hört sich an wie Castlevania. Die Musik? Nur nicht so gut. Ja. Get a load on this! Sagen wir einfach die Castlevania 64-Version. Warum wir doch immer... Die Version war bescheuert. Ja, deswegen... Get a load of deception! Ich weiß gar nicht, was ich so noch sagen soll. Naja, es ist ein scheiß Bosskampf, der eigentlich immer daraus besteht, dass du dasselbe machst, was nicht schwer ist, und dann kommt eine Sache, die dich von der Klippe stößt, und dann musst du den ganzen Scheiß nochmal von vorn machen. Es ist nicht schwer, es ist eine Sache, die etwas macht, und wenn sie dich trifft, bist du weg. Und das ist... Ja. Mm-hmm. Außerdem sieht das Level ziemlich nach Tony Hawk Mapmaker aus, also... Will nichts sagen, aber irgendwie... Da ist er ja. Ja, du musst dich erst umdrehen, dann geht das Skript weiter. Was spielt denn der? Ich hab's auch nicht gesehen. Er hat einen langen Namen. Ja, ich glaube, der hat Torchlight 2 gespielt. Terrier! No! Oh no! Well. Das ist total einfach, das Ding. Also, du stirbst und du musst auch nicht nochmal von vorne anfangen, oder? Doch, wie? Doch, ich hab ein. Hallo, Videoschnittsoftware. Ach so. Jetzt wird's haarig, jetzt macht er immer Plattform kaputt. Hey, da hätte er auch viel früher drauf. Warum gibt's überall. Naja, Videospiellogik, halt, bla bla. Trotzdem. Ich versuch's nochmal. Oh nein! Yoko Ono! Kingis! YOLO! YOLO! Das ist so schlecht, dieser Part. Und da denkt er sich jetzt, hach, YOLO! Und dann. Suizid! Das Ding ist, er trifft mich fast. Gut. Beste Explosion der Welt. Da ist noch ein Ring, sammel ihn ein. Das sind aber zwei. Na, lieber im Neon Blue. Ja, Neon Blue Form. Und hab ich es jetzt geschafft? Bin ich erlöst? Ja, gleich. Jetzt kommt nämlich noch das Wichtigste im Spiel, nämlich die letzte Zwischensequenz, in der wir alles Wichtige erfahren, was die ganze Story zusammenhält. Wir sind relativ schnell hier hingekommen. Verfolgen ihn nicht. Und wer ist da? Oh, verzieh dich. Schwänze! Arms. Seine Schwänze look so cute, I have to shave it. Oh, das tut mir bestimmt gut. Weißt du nicht mal diese Zwischensequenz? Machen die gut. Schau dir das an, guck mal. Oh. Das Beste ist dann gleich, wenn die da zu zweit stehen. Die Leute wissen immer noch nicht, ob die den Song singen oder einfach nur irgendwie Übung machen für den Mund. Weißt du? Damit er nicht so... Das ist mir noch nie aufgefallen. Singt er jetzt den Titelsong oder was? Springt er jetzt, ja, und er zeigt seinen Finger und jetzt kommt das gleiche Lied nochmal, aber das müsst ihr euch nicht antun, ich habe die Credits übersprungen. Alt-F4 ist die Lösung. Auf der Konsole ist es nicht so leicht möglich. Ha, PC-FT, naja, auf der Konsole ist es auch. Wir haben gewonnen. Ja, das war Sonic Adventure DX. Das war scheiße. Der Sonic Playthrough. Tails Playthrough kommt vielleicht irgendwann mal in der Welt, aber... Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich ohne dich, ne? Mo, legt euch an. Gar nicht. Ich hoffe, es hat euch der Filler gefallen. Vielleicht mochtet ihr die Gäste, wenn ja, da in der Beschreibung machen sie eventuell auch Videos, bis auf Paul, der wirft nur mit Salz. Mo, lügt euch an. Salz! Motherfucker!
Und das war's. Wunderschöne gute Nacht. Ich hoffe, euch hat der Twitter, der Filler. Warum der Twitter? Ah! Wegen den einen Vogel, da den befreit hast. Ja, der Filler gefallen und stirbt. Und den Gorilla.